Harry Melling, Onkel ist Dudley. Harry Melling, 33, ist keiner dieser ehemaligen Kinderdarsteller, von denen man nach einigen Jahren nie wieder etwas hört. Aber der englische Schauspieler, der in den Harry Potter-Filmen den Dudley Dursley verkörperte, musste akzeptieren, dass die Rolle wohl stets ein Teil seines Lebens sein wird. Es wird immer da sein und das akzeptiere ich, erklärt Melling im Interview mit der britischen Website NME. Ich hätte nur einfach gerne, dass sich das Gespräch darum dreht, was ich jetzt tue, im Gegensatz zu dem, was ich getan habe, als ich 10 Jahre alt war. Anführungszeichen. Seit damals hat er tatsächlich in zahlreichen Produktionen am Theater und in vielen Filmen mitgespielt. Er war etwa 2018 in Markus H. Rosenmüllers, 49, Trautmann zu sehen, 2016 im Abenteuerfilm Die versunkene Stadt Z neben Robert Pattinson, 36, und Tom Holland, 26. Er begleitete Anya Taylor-Joy 26, 2020 in der gefeierten Netflix-Miniserie Das Damengambit und übernimmt für den Streamingdienst aktuell neben Christian Bale, 48, in dem Mystery-Streifen Der denkwürdige Fall des Mr. Poe die Rolle von Edgar Allan Poe, 1809 bis 1849. Ich glaube schon, antwortet Melling auf die Frage, ob er der Präsenz der Figur Dudley in gewisser Weise endlich entkommen konnte. Aber er sei erstaunt darüber, wie generationsübergreifend Harry Potter sei. Seine Freunde hätten mittlerweile Kinder, die gerne lesen, und die freuten sich, Onkel Harry ist Dudley. Wenn jemand um Melling herum Harry Potter erwähne, dann gehe er natürlich darauf ein. Er glaubt aber, dass ein gewisser Wendepunkt langsam erreicht ist. Es fühle sich für ihn an, als ob das Narrativ sich ändere, was großartig ist.